So, hallo. Ich bin jetzt ein Jahr Außenminister. Da ist echt viel passiert. Es wird aber auch in Zukunft noch viel passieren. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr darüber wissen wollt. Noch Fragen? Ich glaube, ich habe den idealen Kompromiss gefunden. Ja, klar. Das ist meine Heimat, wohnt meine Familie, viele Freunde. Schöne Ecke unseres Landes, würde gerne öfter da sein. Also in der Großen Koalition Minister zu sein, ist anstrengend, egal in welchem Ministerium. Der Außenminister hat die Möglichkeit, mal öfter aus Berlin rauszukommen, das ist manchmal ganz gut. Also im Moment sind wir jetzt für 2 Jahre im Sicherheitsrat und übernehmen da Verantwortung bei Krisen- und Konfliktbewältigung. Wir haben hohes finanzielles Engagement bei den Vereinten Nationen, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir dauerhaft im Sicherheitsrat eingehören. Ja. Müde geht gar nicht. Ich bin das Gegenteil von müde. Jetzt geht es erst richtig los. Ganz einfach, bewerben beim Auswärtigen Amt in Berlin. Wir brauchen mehr Frauen in der Diplomatie. HSV schon immer, seit Kevin Keegan beim HSV gespielt hat, und daran wird sich auch nichts ändern. Wahrscheinlich äußerlich nicht mehr so sehr, aber nach innen hoffe ich schon, insbesondere die Fähigkeit, auch unbequem zu sein. Weil auch im Jahr 2019 Gerechtigkeitsfragen wichtig bleiben und diejenigen, die hart arbeiten und sich an die Regeln halten, keine bessere Vertretung haben in der Politik als die SPD. Also die in London müssen wissen, was sie wollen und sagen, was sie wollen, entscheiden, was sie wollen. Aber bevor es einen ungeregelten Brexit gibt, dann lieber nochmal eine Ehrenrunde und verschieben. Also man sollte auf jeden Fall gut zuhören können. Man sollte die Bereitschaft haben, vor allen Dingen die Gespräche zu führen, die schwierig sind und nicht nur die, von denen man im Vorhinein weiß, dass sie eher einfach werden. Man sollte ihnen widersprechen, überall, wo sich die Möglichkeit dazu bietet, und zwar laut. Also vielen Dank fürs Mitmachen. Viel Spaß weiter auf dem Instagram-Account.